Und das alles kann man exklusiv jetzt bei H&M bestellen. Nein. Ja. Wir sind schon sehr stylisch, nicht wahr, Eike? Eike? Ja. Ja, okay, ich muss nur sicher gehen, ob du noch da bist. Ja. Gut. Ich habe gerade im Fotomodus rumgespielt. So, ich habe ein neues Thumbnail gebaut. Ja, es gibt eine Menge Posen, die man einstellen kann. Rahmen. Ja, oh, es ist sehr gelb hier. Oh Gott. Nein, ist er wieder da, Eike? Der Küchen gelb, da ist er schon wieder. Ah, Kiefermänner. Ach stimmt, ich weiß natürlich nochmal, wer Adrenalinschub, da habe ich ein paar hundert mehr Schaden mache. Eike, sag doch mal. Alter. Was war denn dieser Schwinger? Das haben wir jetzt nicht kommen sehen. Du hast so viel Sand. Ja, ich hasse Sand. Genau. Da ist er. Natürlich ist er da. War ich das etwa? Nein, das war ich. Ah, Feuer gegen Gegner in einem Wüstengebiet? Ja, man. Ich habe schon gesagt, dass es keine Resistenzen gibt und keine Boni. Ah. Ja, aber ein Nachteil hat dieses neue Gebiet hier, in dem wir uns jetzt befinden. Wie heißt nochmal die Sandkrone? Das war jetzt Verschwendung. Ja, weil du wieder wie ein Berserker mit irgendwas einhackst. Naja, warte mal kurz um. Das Problem dieses Gebietes ist, Eike, der Sand, der an einen zieht. Ja. Alter, was war das denn? Taliban. Einfach aus dem Hinterhalt. Ich dachte, du hast den gesehen. Der kam direkt auf dich zugesprintet. Zugesprintet? Ich habe Kisten vor mir gesehen. Ja. Ja. Super. Das ist ja nicht seit dem Tutorialgebiet so, dass hinter Kisten Gegner sind. Oder Sandrocken. Nein, Schleime. In dem Fall, okay. Was ein Pfeifenkopf. Dijan vergisst alles. Ja. Ja, das Tolle ist nicht nur, der Sand hält einen nicht nur fest, der saugt einen auch noch Ico ab. Hast du schon erwähnt, dass er einem Ico aussaugt? Dijan entsaugt einem übrigens Ico aus. Nein, das ist jetzt das letzte Mal. Vergiss nicht zu erwähnen, dass er einem Ico aussaugt. Das ist jetzt das letzte Mal in dieser Folge. Ich meine, man kann es ja sogar sehen. In jeder Folge. Nein, man kann es ja sogar sehen da unten. Also. Ihr müsst es sehen. Schön ausgewichen. In jedem Videospiel, wenn hinter mir Dijan ist und ein Gegner hinter mir ist, dann weiß ich, ich werde gleich. Autsch. Ich werde gleich einen Schlag abkriegen. Tja, wenn du mit Dijan reist. Dann weißt du, dass dir in den Rücken gestochen wird. Ja. Verlasse dich auf Dijan und du bist verlassen. Ja. Können wir eigentlich irgendwas einnehmen, um den Ico-Verlust durch den Sand zu vermingern? Vermindern? Hm. Ja, klar. Ich werde es dir aber nicht sagen. Ja, ich glaube, das ist irgendwie. Was war es denn? Ich habe doch was reingepackt. Habe ich nicht reingepackt? Okay. Ach, ich habe neu gekauft, stimmt. Das war irgendeine von den Impfungen. Aber welcher Zustand ist das nochmal? Es ist nicht. Es ist nicht Hemmen. Hemmen ist, sowas ist das, was stumm ist bei Final Fantasy, dass man nicht mehr zaubern kann. Naja, wir haben ja genug Zeit, das rauszufinden. Hinweg. Oh nee, oh nee, oh nein, oh nein, Missing, Sandwölkchen. Au. Oh, der ist aber hart. Achtung. Ich habe jetzt einfach mal standhaft das Bollwerk deaktiviert, damit ich nicht ganz so viel Schaden nehme. Oh. Du weißt nicht, was standhaftes Bollwerk macht, oder? Ach nee, es verhindert nur, dass man nicht so schlecht ins Wanken gerät. Ich hasse dieses Vieh. Hat man gesehen. Cool. Wir sind gerade mal 5 Minuten drin und schon könnte ich wieder reconnecten, damit ich wieder meine 4
meine dann vier. Das Schnitt, bis gleich. Regenerationsfarbe. Okay. Das fängt ja schon mal gut an, nicht wahr? Das ist quasi Foreshadowing für dafür, wie die ganze Folge jetzt laufen wird, nicht wahr? Ah. Ja, super harte Moskitomänner und auch noch Sand, der einen die Energie absaugt. Naja. Wenn du das noch einmal erwähnst, dann gibt es einen Tritt vom Kopf. Nee, dann muss ich 100 Euro weniger an den PC zahlen. Ach, du weißt ja, ich hab hier ein bisschen was ausgegeben, nicht wahr, Eike? Ja. Tschüss, Arschloch. Ciao. Was ist jetzt? Ach, der läuft jetzt ja den ganzen Weg hin zu uns, ja? Okay. Ja. Wir haben festgestellt. Nein, du hast das festgestellt, Eike, angeblich, nicht wahr? Dass die. Oh, ich glaube, da steht ein Gegner. Dass die. Warte mal. Warte mal, und. Ich hätte den Angriff nicht auf die Steuertaste legen sollen. Mit den Tasten ist es deutlich besser. Spielst du mit Tastatur oder was ist los? Nein, ich spiel schon mit 360-Controller. Problem ist halt nur, du kannst halt die Zauber zu einen auf den. Oder Zauber oder. Ja, ist eigentlich das falsche Begriff. Die Fähigkeiten. Kannst du ja zu einen. Hier. Ne? Auf. Ihr seht's nochmal, falls man es nicht weiß. Ja, es kann ja sein, so, dass jemand. Du beschützt mich und ich hol die guten Schatz in der Mitte. Wie soll ich dich denn beschützen? Nimm du die Schleime von mir weg. Oh, das hat Nico schon ganz gut gemacht. Nico, Quatsch. Ich meine natürlich. Io. Ray. Naja, Ray, wenn sie, wenn sie gebleicht wäre, ne? Und keine blauen Haare hätte. Ja, das meine ich doch. Und kein, Mutter-Sohn-Konflikt. Sie ist geil, aber sie ist gleichzeitig der Klon meiner Mutter. Was mache ich da? Oh, haben wir jetzt Evangelion gespoilert? Der Dreck ist 200 Jahre alt, wen juckt es? Und es gibt schon x Filme, die immer ein anderes Ende haben, jemand, wenn es haben möchte. Die sind alle gestorben für die Scheiße. Na dann, ihr habt ihren Film, wo sie nicht gestorben sind. Oh, toll! Ihr wollt neue Charaktere haben? Hier habt ihr Rebirth. Okay. Aber dieses Musikvideo, das immer wieder gesperrt wird, glaube ich, von YouTube. Yeah. Wo jemand, Aska, du weißt schon, du musst Deutsch denken. Baumkuchen. Ja. Baumkuchen. Genau, Baumkuchen. Ja, den Deutschen, den kann man vertrauen. Genau. Da hat ja jemand hier. Nein, ich kann's nicht. Ja, da hat doch einer hier Rammsteins Sonne mit den Zähnen da zusammengeschnitten. Oh, okay. Das macht ja Sinn, weil sie spricht ja auch Deutsch. Natürlich. Hier kommt die Tonne. Oh, was jetzt passiert? Nee, ich hab dich rausgeschmissen, weil ich meinen Regenerweiterungsfaktor benutzen will. Nein, das singt Till Lindemann, wenn er bei Rammstein mal rausgeschmissen wird. Weil er Müll so, abfahren muss. Beitreten. Hier kommt die Tonne. Ja, so, okay. Wieder beitreten. I'll be with you. So geht das sehr einfach. Hab ich das. Oh, wie oft habe ich das jetzt schon wieder erwähnt? Ach ja, nochmal zu Anfang zu erwähnen, von wegen alles gelb hier, Eike, ne? Pam. Endlich. So. Naja, ich habe die paar Sekunden. Als ich gesagt habe, am Anfang eigentlich von wegen gelber, Königin Gelb. Gelber König. Königin Gelb. Sorry. Straße nach Carcosa, wo auch immer das ist. Ach ja, das ist ja wieder diese Sandscheiße. Ja, oh nein! Pass auf, jetzt mal. Io und ich haben eine Spezialfähigkeit. Wir nennen es Anfassen. Das sah jetzt irgendwie aus wie. Also ich weiß nicht, Leute, schreibt in die Kommentare, die eh keiner macht. Weil ich glaube, meine YouTube-Videos sind. Autsch! Fuck, was war das denn, Eike? Hier ist nichts. Ah! Hier ist was. Au! Ach, da liegt was. Super, und ich kann es nicht aufnehmen, weil wir hier. Au! Das ist bescheuert. So, soll ich dir Leben geben, Eike? Och, ne, geht okay. Schon, ich komm schon. Irgendwo bin ich hier wieder oben. Irgendwie schaffst du es schon. Das war die Idiotennummer vom Herrn. Total. Guck mal, Augen leuchten. Aber wir konnten zumindest hier. Seht schon, meine Augen leuchten. Ja, das kann ich nicht sehen von hier oben. Dann komm runter, du Spack. Ja, die leuchten rot. Cool. Siehst du so hinter dir her? Cool. Aber zumindest konnten wir eine Indiana Jones-Referenz einbauen.
glaube, das wird ein Running Gag in dieser Folge, Heiko. Oder? Okay. Ja. Io, wir müssen uns gegenseitig anfassen. Es wäre lustig, wenn ihr euch noch so abstoßen würdet, so an der Brust, so. Verstehst du, Eike? Ja, genau. Ja. Nein, wir schauen Io nicht unter dem Rock. Wir haben nämlich Niveau. Ein wenig zumindest. Nivea. Gutes Nivea. So. Oh, cool. Ah! Yeah. Io ist sogar an der Seite durchgelaufen. Obwohl, das könnte natürlich auch ein Fehler gewesen sein. Genau, schlag in die Luft. Ach ja, natürlich noch. Adrenalinschub hinterher. Gutes Adrenalin. So, in den Selbstmordkammern war nichts drin. Nein. Au! Oh! Renn doch noch voll in den blöden Bayonettschuss rein. Okay, das einmal ist verträglich, sozusagen, ja. War da nicht auch noch an der Seite noch was? Nein. Oh, cool. Jo hat mehr drauf als wir. Warum? Ja, sie hat gerade einen vollen Ausweichmove gemacht. Und das als NPC. Das schafft nicht alle. Ah, hat mich leider gestreift ein wenig. So, ja. Ich hole mir jetzt die Dicken da unten. Wolltest du gerade was anderes sagen? Das kann man Nigger sagen. We can certainly use this. Ja, wäre ich größer, würden wir jetzt gecancelt werden. Er hat einen Witz gemacht! Das geht nicht! Okay. Ist in der Post-Joke-World? Hat man jetzt bei Sam und Max das Remake gesehen von den Telltale-Spielen, Eike, ne? Ja. Wo man die solche Sachen wie Sissy Pants rauszensiert hat aus den Jokes, den alten. So, und jetzt können wir uns in Ruhe. Ja. Was denn? Warte, er sucht eine Pose aus, eine gute? Eine passende? Ja, warte. Und los. Hä? Du hast doch einfach nur dich gebufft. Ah, jetzt hast du es gemacht, Eike. Weil nett der Verlorene. Ich dachte, du hast ihn schon getötet. Ja, ich muss erstmal an ihn rankommen können, ihn töten zu können. Ah, und wieder. Königin-Titan. Ah, schön. Jetzt kann dann zumindest hier nicht mehr wieder dieser Mistkäferball, der aus Erde geformt. Wieder runterrollen. Da ist was. Ah. Harmoniachrom. Das klingt harmonisch. I'll be there soon. Du bist doch nur ein paar Meter weg, Io. Du musst nicht mal sagen, ich bin gleich da. Ja. Die hängt aber an uns. Ja, so ist das halt. Aber zumindest haben wir jetzt ordentliche Klamotten ihr gegeben. Und nicht nur diese Bandagen. Das zerrissene Kleid und die Bandagen. Ja. Das ist Charakterentwicklung. Nein, Fanservice? Ach, egal, wo ist der Unterschied? Und nur mal 10 Minuten zurückzuspulen im Kopf, Eike. Oh, Gegner. Oh! Boah, ein Schlag mehr und ich hätte mich runtergerissen. Sehr lustig gefunden. Ja, aber dann hätte ich wieder weiter drin. Oh, da ist er wieder, Eike. Tatsache. Ja. Ah, ich muss jetzt wieder ein paar Gegner ausweichen, damit ich wieder Ikor drin habe. Ich könnte natürlich auch Ikor nehmen hier als, wie heißt es? Konzentrat, aber davon hat man eben viel zu wenig. War ich das etwa? Nein, war ich nicht. Running Gags sind gut. Stimmt es nicht? Definitiv ein Gebiet, in dem man mehr auf seine Kampffähigkeiten setzen muss. So. Um nochmal geistig zurückzudrehen, mal am Anfang der Folge, Eike. Ich hab irgendwie. Ich fand's irgendwie ein bisschen doof. Oh nein! Was ist passiert, Eike? Oh nein, Eike! They killed Fritz! They've killed Fritz!
Fred! Das, die Anspielung hat, glaube ich, keiner verstanden. Das ist eine Dark Souls-Referenz hier. Ach so, weil er ein Schwert im Rücken stecken hat. Nein, das ist ein Bonfire. How about a break? Ach, quasi Bonfire. Ah, habe ich hinsetzen? Ich glaube, ich habe hinsetzen nicht mehr drin, oder? Weil Nein. du doof bist. Doch, habe ich. Ah. Nee, 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 komm, 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 komm. Jetzt müssen wir hier... Den Superboss in der Ecke... okay. Pass auf. Hier ist ganz viel Beute. Da läuft dieser Spackkopf rum. Der wie machen den wir das? Wolken nach einen schießt, die einen verfolgen, ja. Genau. Richtig. Wie macht man das richtig? Indem man ihn rauslockt. Die richtigen Detektive. Wir setzen das du aus. Du lenkst ihn ab und ich sammle die Beute ein, während du alles kassierst. Also du lenkst ihn ab. Du lockst ihn raus. Du lockst ihn raus. Du bist derjenige. Du bist hier Lockvogel. Okay. Heil dich und mach Lockvogel. Hey, geh Mister, weg. Ich hab Geh fang. Weg, geh weg. Genau. Geh da rein, du sollst da reingehen. Ja, ich soll ihn doch rauslocken. Ja, nicht raus, der geht da nicht raus, der bleibt da drin. Musst du ihm hin und ihm ausweichen. Mister, ich hab den... Ziehst. Ich hab den Schnappschrank meines Daddys geplündert und ich bin voll willig. Okay. Alter! Ah, renn weg, renn weg, renn weg. Heil dich einfach. Ja, ein wenig. Heil dich einfach voll, du kannst wieder beitreten. Ich weiß. Ah, oh Gott. Irgendwie, wen kämpft ihr denn? Ach, da hinten ist noch einer. Ja, zum Glück bewegt er sich nicht sehr schnell. Ach, jetzt muss er wieder in seine Ausgangsposition zurückgehen. Ah, fast, fast. Hätte noch nicht mehr viel gefehlt. Mach das wie richtige Kämpfer. Schlag in den Rücken, genau. So, das war leicht. So. Ja, die Sachen einsammeln, aber den Kerl, den lassen wir da liegen, nicht wahr? Oder meinst du, wir brauchen dringend das Ico und die... Was der uns, hinterlässt? Ich hab ihn. Wie, du hast ihn? Ich habe ihn, ich habe Flügel. Ah! Ich bin, nenn mich Raziel. Ich hätte dich Icarus genannt, aber dafür... Nein, Quatsch, die waren nicht aus Wachs, die waren mit Wachs festgemacht, nicht wahr? Das war der Fehler. Ja, das war der Fehler in der Konstruktion. Na, kommst du soweit? Warte mal, wie steht es eigentlich mit 4? Oh, ich kann es auch, gut. Ah, ouch. Hab ich da Drachen-Odin doch erwischt. Das braucht zu lang zu laden. Ich habe zum Glück eine Freundin, die mich blockt. Ihr hat sich einfach schützend vor mich gestellt, wie die Waifu, die sie ist. Aber ihr hattet drei... Ah, er hat zwei Freundinnen, Eike. Verstehst die Anspielung, nicht wahr? Nein. Ja, apropos Anspielung. Okay, du blockst und ich mach hier... Ja, das. Genau. Du lockst an. Oder wir warten einfach hier an der Ecke. Der kommt. Er kommt. Knight Rider. Nein! Ah, cool, wir haben ihn zum Fall gebracht. Das war Io. Ach, wir sagen einfach, das wäre unser Verdienst gewesen. Wir schreiben das dann in die... Arbeit, du willst die Arbeit einer Frau stehlen, Dejan? Ist das nicht immer so? Ach, jetzt macht er hier einen auf SJW. Nein, ich will dir eigentlich SJW nur ärgern. Ah! Oh, gut. Der Drachenlord hat sich selbst in den Rücken geschlagen. Hier, ey. Sein eigener Hater. Oh Gott. Ja. Ich habe nie verstanden, warum man in der ersten Staffel von True Detective nicht darauf eingegangen ist, auf die Ursprünge von Gelben König, wer immer erwähnt wird. Hm. Vielleicht dachten sie, das wäre mysteriöser. Kennst du True Detective, Eike? Mit den Serienkiller? Ich weiß doch nicht, warum du immer mit Gelb. Weil das die Wüste ist. Okay. Die Wüste und Gelb. Verstehst du? Okay, Boomer. Hast du das nicht verstanden? Ach, und das ist der. Der Fahrstuhl uns wieder zu Anfang des Levels zurückbringt. Müssen wir noch nicht ziehen. Ach, und da ist irgendwie noch eine Leiter, müssen wir auch noch runterkicken. Wollen wir jetzt nicht die Folge jetzt erstmal beenden, Eike? Ciao, bis denn. Okay, dann sehen wir uns dann wieder. Wir gehen jetzt hier, bleiben jetzt hier in der... So, tschüss. Hast du gerade seinen Kopf für sie an den Brüsten gehalten? Ja.